Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight bei The Sunny's Place. Ja, dann wollen wir mal gleich wieder loslegen. Also immer noch in der gleichen Aufnahme wie die letzte Folge. Wir haben immer noch den Punkt, dass es ein paar Neuerungen gibt. Ja, ihr habt es ja gesehen, ich habe mal ein bisschen Eigenwerbung gemacht in der letzten Folge. Einfach mal Bescheid gesagt, ne? Ihr könnt es euch mal angucken. Vielleicht ist es ja für ein paar Leute interessant, mal festzustellen, hey, das wird hochgeladen, können Sie sich angucken. Ja, gucken wir mal. Vielleicht kommt es ja gut an, weiß ich noch nicht. Wir hatten das letztens mit Flummifee, die hat mir dann... Ja, eventuell habe ich sie mal falsch genannt und Fummelfee gesagt, das tut mir leid, aber sie heißt Flummifee. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Entschuldigung, wenn ja, es tut mir leid. nee, da kam das ja ganz gut an. Die hat mir da tatsächlich auch einen Kommentar unter das Video geschrieben, hat mich wahnsinnig gefreut, ja. War mega cool. Und, oh, der ist aber flink. Was war das denn? Wo wolltest du denn jetzt hin? Warum bist du nicht einfach weitergerannt in die Richtung, Mann? Okay, XX Boy Cax German, also der ist auch deutschsprachig anscheinend. Interessant, dass jemand hinter seinen... Na gut, das sind ja, glaube ich, die YouTube-Namen komplett, die sie hier einfach verwenden. Und wenn der natürlich German dahinter hängt, dann ist es halt so. Naja. Gut. Der war jetzt natürlich ein glücklicher Zufall, dass ich in den gerade reingerannt bin. Ansonsten natürlich eine richtig schlechte Map für meinen Charakter hier gerade. Der ist miserabelst geeignet, um auf dieser Map halt unterwegs zu sein. Das hatten wir schon mal. Ich werde mal gucken, wie ich sonst trotzdem mit klarkomme. Eine Map, auf der ich sehr gerne halt mit der Nurse oder so spielen würde, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, mit ihm hier gar nicht. Ich nehme an, da wurde er jetzt gerade befreit. Ja, okay. So, dann gucken wir mal. Das hat mich jetzt aber gerade verleitet zu glauben, da wäre jemand. Okay, scheint weg zu sein. Und waren so clever, nicht die ganze Zeit zu rennen. Echt ein wichtiger Punkt, Leute. Man darf nicht die ganze Zeit durchrennen. Also wir hatten ja mal diese eine Szene, wo ich dem einen Typen die ganze Zeit folgen konnte, weil er halt ununterbrochen gerannt ist. Auch hier habe ich jetzt so einen kleinen Hinweis. Hier muss vor kurzem jemand gewesen sein. Und da ist sie, er auch. So, da werde ich jetzt gleich einen Klappen hören. Nee? Warum hast du das denn nicht umgeklappt? Wo rennt sie denn lang? Gleich wieder hier raus? Nee, ist hochgerannt. Hä? Hier komme ich nicht durch. Ist ja blöd. Ich muss hier außen rumrennen. Muss ich jetzt hier rein, um da hoch? Das ist ja wirklich eine furchtbare Stelle. Ja, ist ja jetzt runter, ne? Genau. Und hier lang. Und hier lang. Und da lang. Und hier lang. Und dahin. Ja, also ein bisschen ungünstig, wie gesagt. Leute, hört kurz mit dem Rennen auf. Davon hat man viel mehr. Ja, also hört mit dem Rennen auf, schleicht ein bisschen. Wenn ihr erstmal ein bisschen Strecke zwischen euch und den Typen gebracht habt und den Killer halt, dann nutzt es meiner Erfahrung nach viel mehr. Ah, da. Ja, das war jetzt viel besser, dass du daran gedacht hast, dass da einer ist, richtig? So, legen wir durch. Ah, da drüben. Ah, gut, hat's mich erwischt. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Muss mich... Einbildung! Schade.
Bin weg. Der war zu empfindlich. Sekunde, das probieren wir nochmal. Da zwischen den Bäumen gleich durch. So. Und zwar gehe ich mal ins Haus und gehe mal oben gucken. Ich denke, wir haben im Moment eine gute Chance, dass da oben jemand ist. Was ich auch sehr lustig fand, war... Ja, ich habe mir letztens irgendein Video angeguckt. Irgendwas bei dem Schlachthaus oder so, wo man diese Vieh... Mit diesen Viehgängen. Ja. Und ich suche einen nach dem Typen und der rennt ganz offen an mir vorbei. Und ich habe den nicht wahrgenommen. Das war so auf der linken Seite am Bildschirm. Ja. Aber so wirklich auf einem Drittel. Und richtig schön groß, ganz freistehend, alles tutti, ja. Rennt da lang und ich sehe den nicht. Also absolut nicht. Das war mega lustig. Also das ist dann wirklich so die Stelle, wo ihr dann mal einen Kommentar mit... Alter, was war das denn? Hinterlassen könnt, ja. Hä? Ah. Den hab ich gerade irgendwie nicht gesehen. Wahrscheinlich auch gerade so eine Stelle gewesen. Ich wette, wenn ich mir das nachher auf dem Video angucke, denke ich mir so, warum hast du das denn nicht gesehen, Mann? Der war doch voll offensichtlich. So. Lass abhängen. Oh, du bist schon tot? Oh, das tut mir aber leid. Ein bisschen zumindest. Das war ja... Haben die den erst so spät gerettet das letzte Mal? Oder hat er sich versucht zu befreien? Das ist natürlich auch möglich. Oh, guck mal. Na, wie geht's? Boah, die hat aber so einen Rennperk oder so, der Typ. So, wo bist du denn jetzt hin? Weiter hier lang? Ich wette nach rechts weg. Ich habe anscheinend falsch gewettet. Oh. Na gut, war wohl nach rechts weg. Auch in Ordnung. Ja, also auf jeden Fall, wenn man so ein Totem da reinigt, bekommt man 400 Punkte in irgendeiner Kategorie. Ich glaube, Boldness oder so nennt die sich. Also... Bei uns heißt es im Deutschen Wagemut, glaube ich. Ja, also Boldness mit Wagemut zu übersetzen ist auch so... Ach, also falsch ist es ja nicht. Aber es klingt dezent merkwürdig. Ja, also das ist auf jeden Fall... Aber es passt schon, also... So unvernünftiger Mut so ein bisschen. Bold kann man schon so als ein bisschen unvernünftigen Mut, also Wagemut, ist jetzt nicht ganz unpassend, muss man sagen. So, das probieren wir jetzt mal. Wird weitergearbeitet. So, mal gucken. Ja, ist gleich rausgejumpt. So, hüpft gleich wieder rein. Rennt gleich wieder hoch. So, und hier verliert sie jetzt ein bisschen was, weil ich bin ein kleines bisschen schneller als sie. Und ja, gekriegt. Das war wirklich knapp. Meine Güte. Also, das war jetzt ja wirklich... Da habe ich jetzt schon ein bisschen sehr Glück gehabt, muss ich sagen. Denn... Das war jetzt so eine Aktion, wo ich mir sagen muss... Puh. Wie gesagt, hätte sie da ein bisschen weniger Tumble gehabt und hätte sich ein bisschen mehr Glück gehabt dabei, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Und wieder, derjenige ist, nachdem er es ausgelöst hat, nicht gerannt. Ich habe überhaupt keinen Hinweis, wo er hin ist. Ja, also wirklich... Das ist wirklich gut, ja. Also da müsste man sich wirklich ein bisschen dran halten. Ich selber habe damit zwar gar nicht so gute Erfahrung. Ihr habt ja vielleicht schon mal meine überlebenden Videos gesehen. Es gibt nicht so viele, weil sie sind recht frustrierend für mich, sage ich mal. Ja?
Hier habe ich halt irgendwie kein Problem damit, wenn die Leute mir immer entkommen. Das ist mir relativ. Ne? Ich komme ja auf meinen Spielspaß im Großen und Ganzen. Aber bei den. Als Überlebender habe ich nicht selten das Pech, irgendwie das. Ja, der hat definitiv einen kleinen Perk. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, der ist in die andere Richtung wieder zurückgerannt. Nee. Ernsthaft? Was war denn das? Sweetheart! Das kannst du doch nicht machen! Also ernsthaft? Du kannst doch nicht. Du musst doch meinen Herzschlag gehört haben und alles. Du musst dich doch umgeguckt haben! Was kannst du nicht machen? Wow, zwei Tote. Ich glaube, das war's zwar, aber trotzdem. Die haben sich gegenseitig gerade geheilt. Das heißt, wo auch immer sie sind, die sind zusammen. So, mal gucken. Wir haben jetzt hier und da oben noch einen Generator. Ich probiere es mal bei dem da drüben. Oh, da sind auch Spuren. Da sind auch Spuren. Gut, dann probiere ich es mal da drin. So, dann probiere ich es nochmal da. Gut, dann bleibt noch der da. Also, dass es dann am Ende nur noch drei Stück gibt, muss ich sagen, ist ganz schön mau. Vor allem, wenn man dann halt so ein Pech hat als Überlebender oder so relativ ungünstig geplant hat, dass, ist da hinten noch einer? Nee, ne? Ich glaube, der hat jetzt nur was gemacht, um mich wegzulocken. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nee, da war tatsächlich... Nee, der hat mich nur weggelockt. Das war nur ein Lockversuch, ja. Schade. Haben sie gut gemacht, finde ich. Den Lockversuch haben sie nicht schlecht gemacht. War ja nicht nur ein Versuch, hat ja auch geklappt, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Mal. Schade. Das wäre ja cool gewesen. So, müssen wir es bei dem da drüben probieren. Ja, sieht gut aus. Zack! Oh, war das ein Pech, Mann. Impossible. Du hast mich einfach nicht gesehen. Es tut... Ey. Also, das war ja nun wirklich Pech. Unglaublich. es tut mir nicht leid. Es war wirklich schön. Ich kann hier mit der Kettensäge nicht viel machen. Und wenn es mir dann auch noch gelingt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gut gemacht. Habe ich leider gut gemacht. Also ich habe gedacht... Hier wäre noch mal einer. Ich weiß, jetzt wäre es besser, wenn ich wirklich neben dem campen würde. Es ist nur noch ein Überlebender da und so, aber ey, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe da keinen Bock, neben dem zu stehen und Kindermädchen zu spielen. Ja, ist einfach nicht meine Art. Da ist leider keiner. Jetzt muss ich mal doch zurückgehen, weil der muss ja den Ausgang öffnen. Das hat er auch schon getan, tatsächlich. Und jetzt will er ihn befreien. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oder er geht zu dem anderen Ausgang rüber, um Punkte zu farmen. Weil fürs Öffnen der Tore bekommt man ja auch Punkte. Aber ich tippe mal darauf, der wird versuchen, den Kumpel zu befreien. Nee, hat er nicht getan. Krass.
dann sucht er vielleicht auch die Luke. Ich glaube, auch fürs Entkommen durch die Luke bekommt man mehr Punkte als für normales Entkommen. Ansonsten. Das kann natürlich auch noch sein. Aber der ist jetzt weg. Den kriege ich jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn er jetzt endlich mal rausgeht. Weil jetzt wird es halt auch albern. Jetzt darf er dann bitte auch rausgehen, weil ich habe jetzt hier auch keinen Bock, dass er mich 10 Minuten lang hier irgendwie nach ihm suchen lässt. So ein Katz-und-Maus-Spiel macht dann doch keinen Spaß, muss ich zugeben. Bei den letzten Typen, den kann man hier halt echt doof suchen. Das, vor allem wenn halt der Ausgang schon offen ist, so. Geh doch einfach raus! Tu mir doch den Gefallen! War doch nur echt ein fairer, ja, na also. Unbarmherziger Sieg. Na, der verlief besser als die letzte Runde. Ah, herrlich. War schön. Danke fürs Spiel. So, oh, der hat ja wenig Punkte gekriegt. Okay. Manu Sparta. Hatte auch ein bisschen Pech. Impossible war ganz gut. Entkam mir aber am Ende, wenn ich mich nicht irre, doch nicht. Und Virus, der war echt top. Der war nicht schlecht. Ja, kriegst mal einen guten. Ihr kriegt mal alle einen guten von mir. So. Wird früh genug hier irgendwelche Idioten geben, die Dislikes verteilen, einfach nur für... Der war gemein, der hat gewonnen. Gott, das wird so furchtbar, vor allem in einem asymmetrischen Spielprinzip. Die werden die Killer so behaken, einfach nur dafür, dass die Killer machen, was Teil des Spiels ist. Ich habe da ein bisschen Angst vor, ob das Spiel dann demnächst noch Spaß machen wird. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Ich hoffe, es sind nicht zu viele kleine Kinder unterwegs, die da als große Probleme machen oder dass sie zumindest überprüfen dann vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob jetzt mittlerweile... Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, war gut, haben sich alle fair verhalten, soweit ich es gesehen habe. Virus hätte ein bisschen früher fliegen können, aber wie gesagt, vielleicht hat er einfach nach der Luke gesucht und deswegen versucht, weil es einfach nochmal, ich glaube, das gibt nochmal 2500 Punkte mehr, bin mir nicht ganz sicher. Und aber die haben überraschend wenig Punkte gekriegt, also bin überrascht. Na gut, das war's. Eine sonnige Verabschiedung von mir. Ach so, eine Sache gucken wir noch. Wir sind jetzt bei 7 von 11 im Kettenritual. Ich brauche also noch 4. Aber ich denke, als nächstes wird dann doch nochmal was anderes rauskommen. Vielleicht tatsächlich eine Überlebendenfolge. Vielleicht mit dem Heretic Spot. Ich werde ihn mal fragen, ob er Bock hat, vielleicht morgen mal eine Runde zu spielen. Borderlands ist jetzt auch wieder rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Vorgestern? Ja, ich glaube. Moment. An dem Tag kam das raus, das... Ja, und dann ist heute wahrscheinlich auch eine Runde Borderlands rausgekommen, ne? Um 16 Uhr. Ja, okay. Dann alles Gute, ich wünsche euch viel Spaß, eine sonnige Verabschiedung von mir, alles Gute und ciao, euer Sunny.